Barogetir ist wieder da. Einen schönen guten Tag und ich zeige euch, was der Volthändler diesmal so für schöne Sachen in dem Angebot hat. So, dann werde ich mal sein Angebot mal begutachten. My Lord, you find me as always in my hour of need. I, Barogetir, stand ready to accompany you on another adventure of mutual benefit. So, dann haben wir einmal Siegel Kontrix. Okay, ein Siegel. Ja, ist okay. Ist halt ein typisches, so ein typisches Siegel halt. Kann man so mitnehmen. Dann Noggelstatue Barokitir. Hier hat man die berühmte Barokitir-Noggelstatue. Auch sehr schick, wie ich finde. Ja, kann man so mitnehmen. Dann Prime Fieberschlag. Plus 165% Giftschaden für Nahkampfwaffen. Super nützlich, diese Mod. Dann Prime Feuersturm verbessert den Explosionsradius vom Waffen mit radialen Angriff plus 44% Explosionsradius für Gewehrwaffen. Für so die ganzen Raketenwerfer und so ist es praktisch geeignet. Dann Prime Korpus Läuter plus 1,55 Schaden an Korpus für Schrotflintenwaffen. Ja, die haben den Wert umgeändert. Statt Prozentwert haben die jetzt mal 1,55 genommen. Ist okay. Kann man mitnehmen, besonders wenn man auf Korpusjagd geht. Dann ist diese Mod super nützlich. Dann Prisma Veritux. Die Archwing-Nahkampfwaffe. Auch sehr... Doch, eine der besten Waffen halt für Archwing-Verhältnisse. Ist auf Crit ausgelegt, diese Waffe. Und Hauptschadens Merkmal ist... Ja, Schnittschaden. Und sieht auch ziemlich gut aus. Okay, das blendet ein bisschen. Aber passt. Dann Schulterplatten Ketirphorus. Hier hat man die Ketirphorus Schulterplatten. Ja, sehen sehr schick aus, wie ich finde. Kann man so mitnehmen. Dann Brustplatte Ketirphorus. Hier hat man die passende Brustplatte dazu. Kann man auch so mitnehmen. Sieht auch so nett aus. Dann Beinplatten-Ketirphorus. Hier hat man die passenden Beinplatten dazu. Sieht auch super nett aus, das Ganze. Kann man auch so mitnehmen. Dann Mantis-Skin Prisma. Hier ist der Prisma-Skin fürs Mantis-Landungsschiff. Ja, sieht super nett aus. Auch mit Prisma-Effekt kann man auch mitnehmen. So, und dann Ketir Sugatra, genau. Hier hat man das Ketir Sugatra. Sieht auch sehr nett aus, die Sugatra mit einem Ketir-Logo dabei. Ja, kann man so mitnehmen. Passt. Dann Ohrschmuck Ketir. Hier hat man die Ketir-Ohrringe. Sehen auch sehr nett aus mit einem Ketir-Holograph-Logo. Kann man auch so mitnehmen. So, dann Ketir-Sandana. Okay, hier hat man das Ketir-Sandana. Sieht auch sehr nett aus, wie ich finde. Auch mit dieser Art Schuppenflechte und so, die dargestellt ist. So. Dann Wächterschweif-Ketir. Ah, hier hat man für den Wächter den Wächterschweif-Ketir. Sieht auch sehr nett aus. Kann man auch so mitnehmen. So, dann Neo-Relikt O1. Ach, das ist eins der Volt- und Odonata-Relikte. Ja. Man hat da, ja, die eine Hälfte von Odonata Prime und Volt Prime. So, bin mal gespannt, wann das Axie-Relikt dann kommt. Dann Lisette-Skin Cydonia. Hier hat man für den Lisette-Landungsschiff den Cydonia-Skin. Sieht sehr nett aus mit dieser Art Wüstenverzierung. Dann Prime-Rudelführer. Okay, halt dein Begleiter mit Nahkampftreffern überschüssigen Heilung gewährt Überschutz. Plus
83 Gesundheit pro Treffer, pro Treffer plus 2200 maximalen Überschutz. Super nützlich, diese Mod hier, besonders wenn man halt mit, ja, mit den Hunden und Katzen unterwegs ist. Dann Galiox Vandal, ach, der Eisstrahler. Sieht schick aus in dieser Vandal-Look-Geschichte. Dann die Waffe ist auf Status ausgelegt und Hauptschadensmerkmal ist Kälteschaden. Passt. Kann man so mitnehmen, die Waffe. So. Dann Tiberium Skin Alexis. Hier hat man den Alexis Skin für den Tiberius Gewehr. Auch mit sieht sehr schnick aus in diesem Bronze-Look. Mit Bronze-Verzierung kann man so mitnehmen. Dann Stabwaffenskin Lemnas oder Lemnas. Auch ein sehr schicker Skin, wie ich finde. Kann man so mitnehmen. So, dann Flufffass. Ah, eins der Deimos-Geschöpfe halt. Diesmal ist es fast dran als Fluff. Sieht auch sehr nett aus, allein hier wegen dieser dicken Kugel. Kann man so mitnehmen. Dann gibt es die Vastilok, eine Art Gunblade. Die Waffe ist auf Status ausgelegt und Hauptschadensmerkmal ist Schnittschaden. Kann man so mitnehmen, ist eine sehr lustige Waffe. Dann gibt es ja noch Grafheber Fabrik. Das ist ein Deko-Element. Kann man sich in sein privates Quartier hinstellen als Deko-Möglichkeit. Ja, sieht sehr nett aus, kann man so mitnehmen. Und dann noch Sande des Inarus Blaupause für die Inarus-Quest und ja, das Ephemera Filmfahrt. So, auch so. Das sieht auch sehr nett aus, wo kleine Feen und Äste und Zweige hochfliegen, kann man auch so mitnehmen. Und zu guter Letzt, wenn man Inarus Prime hat, kann man sich Barus Voltsignal kaufen, eine ganz spezielle Mission, wo man mit Barokitier unterwegs ist. Next time I'll have something you'll want. I'm sure of it. So. Falls ihr mal den Händler verpassen solltet, macht euch keine Sorgen. Irgendwann mal werdet ihr diese Sachen wieder ein Angebot haben. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag noch. Bis bald und tschüss.